Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Foxes in Peace. Und heute aus dem 24-Stunden-Stream von Magic Rex. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Also, warte kurz. Lass dann auch Minecraft mit Mods oder so dann spielen. Was ist Ja, ein das können wir Server? machen, aber dafür müssen wir den Server aufmachen erst. Das müssen wir halt machen. Ne, ich habe jetzt erstmal vor, hier mein Haus fertig einzurichten. Ja, auf jeden Fall ist einiges passiert, seitdem wir, glaube ich, alle das letzte Mal aufgenommen haben. Achso, ja. Ordentlich was passiert. Wir haben gefühlt so in unserem ganzen Kaff hier ein riesen Urwald ist gewachsen. Ja. Und ich habe halt mein Haus fertig gebaut. Das ist, glaube ich, für mich die größte Änderung. Alles klar, Eber fährt. Was passiert mit dem Boot? Vorwärts. So, wohin gehen wir? In die Da Richtung? lang. Okay. Das Ziel ist es, ein dunkles Holz zu finden. Dunkelholz zu finden. Spruce oder Okay. Dark Oak? Sollten wir uns vielleicht die Koordinaten aufschreiben von unserem Welt? Ja, scheiße, obwohl ich weiß, glaube ich noch. Sollte minus 100, 76, 53 sollte von meiner Base sein. Das ist jetzt von allgemein. Ganz grob ist das jetzt. Einfach um wieder herzufinden. Alles klar, jetzt stromaufwärts. Und jemand hat vergessen, Was machst du denn da hinten, Eiber? Hier geht es nicht weiter. Na, warte, 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 hier geht's definitiv weiter. Ja. Ich habe auch keine Ey, warte, Schaufel. gib mir das Boot, Lass. bitte. Ey, aber geh mal kurz raus. Platzier mal die Boote auf der anderen Seite. Kann ich bitte das Boot haben? Hier drüben können wir die Boote wieder platzieren. Leute, komm, wir sind da. Eber. Alles klar, vorwärts, keine Rücksicht auf Verluste. Ich erinnere mich noch letztens, als wir Eber geprankt haben. Oh, das war geil. So ein Boot weggefahren. Noch ein Block. Dafür wird es noch Rache geben. Oder zuerst? So jetzt. Dafür wird es noch Rache geben an den Ja. Friend. Wir haben dir einen Gefallen getan. Nein! Doch, weil deine Base echt nicht gut aussah. Sieht doch positiv aus, das ist eine viel schönere Base. Egal, wir sitzen gerade alle in einem Boot, also aufpassen. Nee, das sitzen wir nicht. Oh, warte. Ich bin ausgestiegen. Eber. Tschüss. Was machst du? Fahr. Aber ich hole ihn gleich auf. Wir müssen hier eh nochmal aussteigen. Mach das Boot. Such mal hier nach einer Quelle. Ja, da ist schon eine. Meine Damen und Herren, wir werden beschossen. Von wem? Von wem wohl? Skelett. Dr. Skelett. Oh mein Gott, und der hackt sogar. Dr. Skelett ist Hacker. Bist du drin? Ja. Schnell! Ey, Leute, komm, warte mal auf uns. Keine Zeit auf euch zu warten. Ja, wir haben gerade noch gegen den Skelett gekämpft. Hätte doch einfach Zeit haben weiterfahren wir können. genug. Ne, wir haben nur 24 Wir Stunden streamen erst Zeit. eine Stunde. Siehst du, schon eine Stunde vorbei. Also ich streame erst schon eine Stunde.
Ich streame seit 8 Stunden. Jo, sieh doch mal diesen Durchgang da an. Boah. Das hat Animan sauer gemacht. Ich komm noch mehr. Nein! Der hat 3 Herzen Schaden mit einem einzigen Schlag gemacht. Bleib du mal hier, Ava. Ich geh Blaue abholen. Ich hab selbst Boote. Ist okay, dann kommst du wieder her. Dann warten wir hier auf dich. Weil es schön aussieht. Hey, Blaui. Dritte voll Crash. Wie? Hier ist der Tiger, da können wir vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, oder? Hä, was? Lass mal nach einem Blatt. Was hier. Für eine Tiger? Oder. Aber hast du seine Sachen? Nö. Dann holen sie mir jetzt selbst. Er hat wirklich nichts aufgehoben. Die Cave ging noch alles? So weit rein, oder? Aber doch. Ja, aber unten. Ja, unten. Oh! Ich will hier schon wieder sinken. Kannst du das mal aufhören? Mein Boot wegzumachen. Wo ist meine Spitzhacke und meine Schaufel? Wollen wir nicht in die Cave? Nee. Hat jemand zufällig einen Steinspitzhacke und eine Steinschaufel aufgehoben? Ja, habe ich aufgehoben, war hier. Ich drop sie hinten auf die Steine. Alles klar, ich sollte jetzt eigentlich theoretisch wieder alles haben. Gut, dann passiert mal eure Boote wieder, dann gehen wir gleich weiter. Alles klar, weiter geht's. Also, welche Tiger Warte. Meinst du eigentlich? Albert, hast du ein Boot? Ja, sehr. Da hinten auf der anderen Seite vorhin, wo wir drüber sind, da war eine Tiger, da wo wir gecrashed sind. War das nicht eine Savanne? Also hier, das war eine Savanne. Savanne meine ich ja. Aber hier ist ein Dschungel, den haben wir zu Hause auch, deswegen ist das egal. Ja, aber die Savanne haben wir auch direkt zu Hause. Mhm. Da oben ist, glaube ich, ein Birkenwald. Ja, Birke haben wir zu Hause auch. Magic Rex, das? Erklär mir mal bitte. Ich habe voll wie keine Ahnung, was es hier ist. Hallo. Wer hat noch alles Rechte auf dem Server? Fufu. Fufu hat Rechte. Oder ich glaube, also irgendjemand hat noch Rechte. Aber hier wurde etwas gesprengt. Warte mal, steht was drauf. Hi. Wait. Aber hier wurde allgemein immer irgendwas gesprengt. Hey, ist ein Dorf. Ja, aber ganz kurz, das geht so nicht. Und das Dorf wurde gesprengt. Ich mach das mal. Irgendeine Admin hatte hier wohl ganz viel Spaß. Ja, der hat hier das Dorf weggesprengt. Ich hab keine Ahnung. Das hier darf aber nicht so sein. Deswegen. Und hier ist sogar ein Netherportal. So, jetzt mal wieder so und dann. Ist jemand, irgendjemand im Nether? Geht auch schon weiter. Fufu. Die haben irgendwie gesagt von einem Dorf, wo sie drin waren. Mhm.
Die haben gesagt, die haben irgendwo ein Villager Breed oder sowas aufgestellt. Ach ja, die haben hier eine TNT-Kanone gebaut. Eine was? TNT-Kanone. Das will ich mir angucken. Hey, was hab ich jetzt dem einen Golem getan? X. Warte, ich töte ihn. Er ist auch auf mich fokussiert, also kannst du machen. Das glaube ich, glaub ich nicht. Dann funktioniert eine TNT-Kanone. Aber ich schätze, dass diese ganzen Hühner auch Lag verursachen. Und die ganze Zeit Eier legen. Ja. Lass die Hühner mal kurz wegmachen. Chicken mit Nuggets. Wo seid ihr? Im Dorf. In dem Dorf, das wir gefunden haben. Ich bin ganz irgendwo. Welche Richtung? In Richtung von dem großen TNT-Kloster, der da oben war. Müssen den, hast du den entfernt? Willst du mich abholen? Bist du weitergefahren? Nein, ich bin kurz stehen geblieben. Yo, was haben die hier alles? Junge! Ich nehme mal so einen raus. Komm mal jetzt schön runter, guck mal. Komm mal hier kurz runter. Ich habe den Villager-Breeder gefunden, von dem wir geredet haben. Die haben hier einen Huhn-Spawn-Egg. Heilige Scheiße. Schau mal, was ich gefunden habe. Gib mal her. Oh, was? Das ist wieder. Ja, hier haben wir auch. Bro. Teil der Nachtsicht. Heilige Scheiße, was ist hier passiert? Also, das kannst du mir niemals sagen. 51 Dias und dieses ganze Verraten in dem Fleisch. Also ich trau ihnen so manches zu. Aber... Will ich für Bücher? Unbreaking, Temperatur und so weiter. Mending. Die haben Mending-Bücher. Also kannst du mir niemals sagen, dass sie den Pfeil der Sprungkraft erfahren haben. Und einen Pfeil der Schnelligkeit. Die haben eine Goldmine gefunden. Was haben die gemacht? Ich würde sagen, die Farben haben cheated. Was haben die gefunden? Pfeil der Schnelligkeit. Ein Pfeil der Nachtsicht und ein Pfeil der Sprungkraft. Wo? Hier. Night Vision. Kannst du mir nicht sagen, dass sie das erfahren haben? Efficiency 4. Ich bin minimal verwirrt, weil das ist... Potion of Healing. Gut, das könnten wir von der Hexe haben. Echt über- das ist echt übertrieben, gell? Mhm. Ein leicht übertrieben. Wie viele Mending-Bücher sind das? Auch noch Mending drin? Nee. Looting 3, Swift Edge, Sharpness. Aber no Sharpness. Aber haben die das hier alles getradet? Also ich würde sagen, dass die Monkeys getradet haben, die Pfeile mit den Effekten niemals. Doch, die haben das. Also die Pfeile nicht, nee. Doch, die kann man hier. Arrow of Slowness. Die können die hier kaufen. Ach echt? Wow. Ja? Wusste ich gar nicht. Aber die haben Claim. Aber das Huhn-Spawn-Egg, das haben sie niemals getradet. Das Huhn-Spawn-Egg? Ja. Das, keine Ahnung, wo sie das her haben. Das haben sie jetzt gecheatet, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ich soll es ja in Stream. Guck mal. Also, dass hier jemand mit den Admin-Rechten rumgespielt hat, ist, glaube ich, offensichtlich. Ich
Ich meine, wir haben diesen T-Cube. Seid ihr im Stream? Ja, ich bin im Stream drin. Auf Discord oder? Auf Discord? Achso, nee, ja. Da bin ich nicht drin. Ja, komm, ich komm rein. So, ich bin jetzt drin. Ja. Was? 999 Abonnenten. Ich hoffe, es ist nicht das hier, was die hier vorhaben. Ansonsten musst du dich bei Vipalo melden, weil die ist der Server-Owner. Jo, die macht das auch mit den Bewerbungen. Ich kill jetzt hier mal ein paar Hühner. Bist du gerade leider? Ich nehme hier ein bisschen was mit, das ist ja zu krass, um das hier zu lassen. Ich töte mal hier ein paar Hühner. Du hast 3 Zuschauer, gell? Ich nehme hier jetzt Material von dir, was du mit. Das kann ja nicht sein. Wie viele Dias brauchen wir für eine ganze Rüstung? 27 waren es, glaube ich, oder? Plus 7 wären 15, plus 4 wären 19, plus nochmal 15, 24 brauchst du für eine komplette Rüstung. 24? Da habe ich jetzt 3 Pickaxe. Nochmal 3 Axt. Nochmal 1 Schaufel. Nochmal 2 Schwert. So, dann habe ich jetzt. Das ist ja unfair. Wo seid ihr? Ja, bei wo wir sind? In dem Dorf, bei dem riesigen TNT-Klotz. Also gerade. Ich nehme noch ein Mending-Bücher mit. Könnt ihr mir Koordinaten schicken? Also du kannst mir sagen, mach du mal kurz. Dass die das alles da ertradet haben, aber diesen riesen TNT-Klotz. Das glaube ich. Ja, das ertradet, das kann man ja noch verstehen. Aber wo sie die Emeralds auch herhaben, das ist die andere Frage nochmal. Ja, getradet. Bro, ertradet. Guck mal, wo haben sie das ganze Gravel her? Die Sache ist so, seitdem mehrere Leute auf diesem Server die Rechte haben, kannst du dir wirklich nicht mehr sicher sein. So, der TNT. Aber Vipalo gibt auch jedem zweiten Rechte. Nein, Spaß. Das ist wirklich so ein. Also, ich würde. Lass doch was zu essen von dir mitnehmen, haben wir noch Proviant. Ja, ich hab mir jetzt einen Stack von dem Hühnerfleisch mitgenommen. Warum jetzt ihr Essen da? Ja, ich nehme jetzt auch mit. Proviant. Könnt ihr mir jetzt Koordinaten schicken? Können wir gleich machen, ja. Oben haben die noch mehr Verkäufer. Ja, ich weiß. Oh, ich bin gleich down, ne? Ich bin gleich tot. Geh kurz hier in ein Haus rein. Ich gehe mich ganz kurz unterstellen, dann esse ich kurz was und ich heal. Danach gehen wir weiter. Ich verbrenne hier mal ein bisschen was an Zeug, das ich nicht brauche. So, ich war außer den Hund gespawnt mit dem Spawn-Egg von denen. Und jetzt echt die Spawn-Egg. Woher auch immer das sie haben. Also definitiv die TNT-Kanone würde ich jetzt auch sagen, dann glaube ich, dass sie gecheatet ist. Weil. Freuen sich aber viele, ne? Die Sache ist halt. Also ganz kurz, Pentox TV. Das mit der Bewerbung, das geht so, du musst dich bei Vipalo melden. Du musst entweder musst du ein Bewerbungsvideo machen auf YouTube, dann sagst du halt einfach so, was halt deine Präferenzen sind, was du auf dem Server vorhast, weil das ist ein SMP. Oder du meldest dich bei Vipalo auf dem Discord und dann schreibst du mit ihr, dann kannst du mit ihr auch ein Bewerbungsgespräch machen. Ja. Dann könnt ihr das nämlich auch. Ich nehme jetzt nochmal Efficiency mit. Ich hätte gerne Silk Touch, das würde mir halt sehr helfen. Ich weiß nicht, ob die Silk Touch die verkaufen oder haben. Ich glaube nicht. Die haben keinen Beruf. Looting 1. Reparatur und Flug des Verschwindens. Warum würde ich das verkaufen? Silk Touch hier. 64! 64 Emeralds. Hinter dir. Glück. Ich geh mir ganz kurz Sachen machen mit dem Eisen. Ne, 14 Emeralds und ein Buch habe ich. Wisst ihr, wie man seinen Twitch-Benutzer ändern kann? Nee, keine Ahnung. Das geht nicht. Ich mach mir jetzt kurz eine Rüstung.
Ich vertraue dir nicht mehr, was ich raus. Oder hol mir mit dem Kreid. Weil wenn man im Überfluss hat, merkt man das. Das ist viel. Das ist gerade zu Eier hier. So, da mache ich mir noch kurz neues Equipment. Dann ich lasse kurz bei denen einfach kurz Sachen in Kisten da. Junge, aber das ist echt overpowered, was sie hier haben, ne? Mhm. Hier ein paar Federn. Die haben sich auch direkt am Anfang voll Iron geholt, ne? Ja. Ich hab mein Inventar jetzt ein bisschen geklärt. Dein Keks habe ich bei dir immer noch. Ne, ich bin noch auf. Haben die hier Bücher, ist das meine Frage. Sie haben nicht nur die Pläne. Ich meine, es ist theoretisch Diebstahl. Aber hey. Ne, Diebstahl ist nicht okay. Aber die haben ja auch Raids gemacht. Okay, ja, Raids ist ja. Wie wollen sie die auch machen? Sie müssen ja irgendwie Dings gefunden haben. Wollen wir einen Villager mitnehmen von denen? Nee. Wir haben drei Boote dabei, wir können die mit nach Hause nehmen. Dann können wir einen Breeder bauen. Ja. Aber dann müssen wir erstmal jetzt wieder einen Weg zurückbauen. Hast du zufälligerweise einen Zuckerrohr? Haben die hier Zuckerrohr? Weiß ich nicht. Alles eigentlich rausgenommen an Zuckerrohr. Eigentlich bin ich so weniger Schwertmensch, aber ich mache jetzt einfach mal ein Schwert. Ich scheiß bis nach, ob es irgendwo am Fluss dann vielleicht Zuckerrohr hat. Mhm. Kann man hier auch enchanten? Hier kann man. Bro. Ich nehme jetzt die. Hoffentlich ist es nicht zu teuer. Efficiency? Ach wow. 4. Okay. Okay, einmal Unbreaking. Gut, ich habe jetzt wieder hier den Fluss gefunden. Kriegt Mending. Wie habe ich jetzt noch? Dann kriegt sie noch Unbreaking. Jetzt ist es down. Die Schaufel habe ich jetzt halt nicht bisschen entscharten können, aber egal. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade am Fluss und suche Zuckerrohr. Ja, also meinetwegen können wir weiter jetzt. Nein, ich möchte halt eben noch ein Silk Touch Buch haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei. Wollen wir noch Dias für Vipalo mitnehmen? Für ihre Rüstung? Ich komme gleich wieder. Aber ich glaube, das wird irgendwann dann auch fallen, oder? Was? Zu viel wegnehmen? Ja, schon. Dann lassen wir es lieber. Ich meine, du hast jetzt 24 rausgenommen von 51. Und dann noch, also auch sogar noch mehr. Ja, für Equipment noch. Mhm. Aber das ist ja unfair, die finden ja wahrscheinlich noch mehr auch. Deswegen. Wenn die jetzt schon so viel haben, dann finden die bestimmt noch mehr. Aber egal, das lass mir jetzt einfach mal in Ruhe. Ich hab Eier. Pentox, du musst Vipalo. Warte, ich kann dir kurz schreiben, wie sie heißt. Auf Dings, warte kurz einen Moment. Sie heißt. Und am besten schreibst du sie auf. Oh, ich habe keinen Benutzernamen. Warte. Ich bin. Warte kurz. Ich schreib's dir einen Moment. Scheiße, Creeper. Halbes Herz. Okay. Ich sollte mich vielleicht nicht einfach AFK hinstellen. Mhm. Gut, Alba ist da auch so mutig. Macht es immer, wenn so. Auch.
Gibt es hier irgendwie kein Zuckerrohr oder? So, warte kurz einen Moment. Ich schreibe dir kurz den Namen in den Chat. Muss sie am besten entweder auf Discord anschreiben oder du, wenn du auf YouTube ein Video hochlädst, machst du Hashtag Fox SMP Bewerbung unter das Video. Oder in den dann Titel. Sieht sie das nämlich auch. Dann sieht sie das nämlich auch, wenn du das reinschreibst. Okay, Discord, dann musst du sie auf ihrem YouTube-Kanal suchen und gucken, dass du auf ihren Discord-Server draufkommst. Dann kannst du dich anmelden. Also dann kannst du sie anschreiben. Ich sag dir kurz Bescheid. Hier kein Zuckerrohr. Zuckerrohr haben wir zu Hause. Lass mal lieber zurückgehen. Lass mal kurz Inventar und so weiter lernen. Ja, bin ich gut dabei. Ich laufe gut nach Hause. Ja, ich komm auch. Eva, wo bist du? Macht er gerade schon wieder Pause oder so? Ja. Der hat gesagt, der ist kurz weg. Okay. Ja, okay. Unsere Boote sind da unten irgendwo. Mhm. Da steht meins. Bist du schon auf dem Rückweg? Ich bin schon fast zu Hause. Okay, dann komme ich jetzt auch.